herzlich willkommen auf unserem Kanal von Uncut und Black Devil with Blood. Wir spielen heute zusammen Spectre 2. Das soll eine Aufwärmrunde sein. Danach wollten wir eigentlich Notruf Hamburg spielen. Da soll ein neues Update stattgefunden haben. Das wollen wir uns natürlich nachher zusammen anschauen. Und ja, dann fangen wir mal an. Gut zu wissen, dass bei dir Wasser ist. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hey. Wieso bin ich tot? Ah, jetzt. Also, der Geist heißt Eri Ruggers. Ich nehme schon mal EMF und Kruzifix, weil ich Angst vor dem Geist habe. Nicht, dass das wie beim ersten Video passiert und schon so schnell sterbe. Identifiziere den Geist. Dann kommt das mit dem Wasser schon wieder, EMF wieder und überlebe den Geist. Das wird bei mir sehr schwer. Schlüssel. Was? Geister gibt es immer noch nicht. Na, dann wäre es so. Du hast Thermometer mit? Ja, ich hab Thermometer. Ach so, mit E. Ah, Digga, diese Steuerung. Okay. Ja, man sollte auch EMF anmachen. Und wir haben schon zwei. Aber der Fernseher ist wenigstens noch nicht an. Ich glaube, bei 5 war es ja immer, dann haben wir auf jeden Fall den Geisterraum entdeckt. Ich würde sagen, Passi, du machst nicht so viel Lichter an, weil sonst kickt der Geist den Strom raus. Ich habe auf jeden Fall schon mal einen Flugplatz hier. Okay, René, das ist nicht lustig, dass du den Fernseher anmachst. Natürlich, ich habe den Fernseher angemacht, klar. Das streich. Ich habe Knochen gefunden. Gut, dass du in das Auf jeden Fall habe ich Knochen gefunden. Ja. Ich trage das schon mal ein. Ghostwriting. Zack. Ich laufe hoch, ne? Weil du sagst ja, es gibt ja keine Geister. Es gibt ja auch keine Geister. Ich hoffe, ihr habt mein letztes Video gesehen, da habe ich mich ja so erschrocken gehabt. Und das war auch eine sehr schnelle Runde. In welchem Raum bist du? Hinter dir ist, genau. War das 5? Ich glaube, das ist 5. Also Strom wird wieder los. Ja, läuft auch wieder. Flüssig. Ja. Bei mir läuft Wasser. Auch, dann haben wir ja schon mal eine. Sag mal, wie viele Bücher hatten wir mitgenommen? Ich habe eins mitgenommen, ich habe es auch versehen aufgehoben und wieder platziert. Na, ja, dann ist ja gut, dann wissen wir ja Bescheid, dass das irgendwo durch die Gegend strullert. Aber also ich hatte hier im Flur, hatte ich auf jeden Fall gerade 5, also das kannst du ja auch schon eintragen. Also irgendwo sollte auf jeden Fall der Geist Geburtsmann sein, weil Fernseher war angeschrien mit einer Küche. Wie hieß der Geist? Eri oder sowas? Ja, run. Also bei mir geht gar kein Fernseher an, ich weiß gar nicht, was du hast. Also wir haben zwei Sachen schon mal gemacht. Du hast den Geisterraum identifiziert und wir haben Wasser gefunden. Ja, jetzt sollen wir nur noch den Geist überleben und... Und der Geist heißt Eri Rogers. Eri Rogers? Eri Rogers. Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Ich hab keine Ahnung, halt ja ein Junge. Achso, ich geh mal kurz in das Set. Ich guck mal die Fenster an, vielleicht sind da irgendwie EMF Ghost Orbs. Wir, ne? Ja. So, dann wir schreiben es davor. Bitte, ich hab Angst davor. 5. Aber das kann ja sein, warte mal, es steht bei dir Phantom irgendwie sowas, weil ich bis jetzt noch nichts sehe, aber EMF 5 habe. Phantom ist bei mir nicht beschrieben. Es gibt halt noch Oni, Revenant und Shade. Aber welchen. Nein, bitte! Kann hinter mir einer kommen? Hä? Von wo? Ist der mit deinem Leiche? Einfach verbuggt. Also, jetzt nochmal. Warte mal, aber ist schmutziges Wasser in den Ghost auf?
Rein theoretisch glaube ich schon, aber ich glaube eher Ghost Orbs wird dafür benannt, wenn Fingerabdrücke sind. Aber guck mal hier. Ich weiß ja nicht, ob du mal Ja. meinem Bildschirm sehen kannst. Gut, also wenn das Ghost Orbs. Ghost Orb ist, dann haben wir halt nur noch Shade, das bedeutet, ich glaube, wir haben den Geist sogar Dings. Ghost Orbs. Oh, dann nehme ich Shade. Ja, dann könnte es eigentlich nur rein theoretisch den Shade sein. Wir haben ja so oft schon Probleme gehabt, dass es angeblich nicht der Geist gewesen ist, sondern was anderes. Wir können ja mal nachschauen. Oder ich muss eine Aufgabe machen, das kann auch sein. Aber. Die Ja, Sache ist. überlebe den Geist, ja. Du hast ihn anscheinend überlebt. Ich ja nicht. Du warst aber Ich hab schlauer gefahren als du. Du hättest einfach weiter gekämpft, draußen. hättest einfach mal den 40 Dings von dir verzinst. Na gut, Abfahrt. dann Abfahrt. Wir gucken, was das für ein Geist gewesen ist. Und dann, wie gesagt, wollen wir einmal Notruf Hamburg zu gucken, wie was da. Erstmal eine rauchen. Ach, zu spät. Ich sag dir so, wie es ist, es war ein Phantom oder so. Es war der Reven, die dieser Shade, der ganz so oft wieder zu spät erwacht ist. Ah, war klar. Wie irrelevant, Digga, das kann nicht happen. Kann es eigentlich auch rein theoretisch nicht, aber was willst du erwarten? Es ist ein Roblox-Spiel, ne? Also, da können wir jetzt echt nichts zu sagen. Größte Chance. Wie gesagt, wir gehen jetzt bei Notruf Hamburg rein. Ich hoffe, das Internet funktioniert so flüssig, dass bei dir nicht speckt. Ja, guck, perfekt. Ey, ey. Achso, du bist schon drinnen. Ja, Genau. gut. Der ist nicht schlecht, das läuft ja hier wie gelitten. Mal gucken, soll sich angeblich was geändert haben. Also auf jeden Fall vom Bild her, vom Profilbild, sieht man, dass Ach, ich. Digga, das finde ich ja gut. Also, ich bin auf jeden Fall schon mal genachteilt da wegen der letzten Aktion. Ah, bei mir ist Wiese. Das sieht ja sehr schön aus. Das Internet ist ja wieder perfekt. Ich laufe noch nicht mal, ich bin wie im Stillstand. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ja! Ja! Meine Arme! Wie lange bist du im Knast? 3 Minuten, also 2 Minuten 30. Na, sieh zu, dass du lädst hier. Wo ist mein Auto? Ach, da hinten. Ey, warte mal, was sind das für Bäume? Konnte man den Zaun Lol. mittlerweile ausbrechen? Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß nur, dass das Bild gerade ein bisschen verbuggt ist, glaube ich. 18 Liter. Wo soll ich denn jetzt langfahren? Ich habe eine Karte, ich soll 50 fahren. Das wird aber schwer, weil mein Fahrzeug hier. Oh, ist es grün. Das hört sich ja gut an. Okay, der Knast wird vergrößert, wenn wir das jetzt nicht geschafft haben. Der Chef legt eine maßlose Ruhe. Ach, jetzt ist es hier wieder. Was ist denn das hier? Gameplay pauset. Was? Was steht denn da? Keine Ahnung, bestimmt schlechtes Internet oder so. Oh, M-Karte. Was ist das denn für eine Karte? Bahnhof hatten wir letztes Mal nicht. Also Hafen hatten wir schon immer. Der ist anscheinend dort geblieben, wo es sein soll. Ey, komm. Das darf doch nicht wahr sein. Das Internet fuckt mich jetzt schon ab. Ob wir einfach mal stehen bleiben sollten und einfach weiterfahren. Ja, mach bitte keine Faxen jetzt. Weißt du, hast du noch keine Erfahrung? Wenn du in diese Anzeige kommst, ne, kannst du dich nicht drehen. Okay. Das Schloss Ey, hat nur komm, noch. das ist Guck doch mal, nicht das Schloss wahr. hat sich nur noch drehen kann aus dem Tod. Okay. Ehrlich, du hast dieses Zeichen nicht, ne? Aber guck mal, da fällt auch so Also einiges ich muss weg. sagen, es tut mir jetzt schon echt sehr leid, dass das mit dem Internet nicht so klappt, wie es eigentlich sein soll. Wir haben eigentlich schon neues Internet bekommen, aber irgendwie ist das immer noch nicht perfekt. Ich weiß immer noch nicht, wo ist denn der Knast? Ich will. Entweder fährst du oder ich. Grüße gehen raus an Vodafone für das gute Internet. Ja, ehrlich, Vodafone. Weiß ich nicht, war damals Vodafone, also wo das ja mit dem Kabelfernseher abgeschafft wurde. War Vodafone wirklich ganz gut, aber irgendwie, weiß ich nicht. Würde mir niemals Vodafone holen. Weiß auch Gott, was ist, oder? Wenn er unser YouTube-Video einfach 3 Euro Wollt ihr einsteigen? Du kannst dich anscheinend nur so drehen. Ja, nur noch, nur
Das ist ein Problem. Aber ich mache sofort wieder hin. Geht irgendeine andere in meiner Erinnerung, dass ich so steil und Vodafone so schnell war. Oh Mann, ey. Vodafone, guten Tag. 1 Million Euro Schaden sind. Natürlich. So, wo wollen wir denn hin? Wir haben eine 50er Zone, sollten wir uns an den Straßenregeln halten, keine Ahnung. Wir fahren mal nach rechts. Ich kann mal kurz über Berlin fahren. Ach, die Steuerung weißt du schon mal. 70 haben wir hier. Ich habe 3K, also bitte ruhig auf die Scheiße. Bin ich wieder im Kasten. Oha, wir sollen hier anhalten. Dann machen wir das mit Warnblinker. Okay, will ich mach Musik an. Egal, wir fahren einfach. Jungs, was macht ihr? Ich will einfach nur meine Ruhe und Musik hören. Ach, das wird schon. Ach, das wird schon. Ey, wir haben Rot. Ja, wir haben Grün. Jetzt haben wir Grün. Wie lange geht denn das noch geradeaus? Einkommen, 400. Ist das überwiesen? Auch bei dir? Dann spinnt ja jetzt bei dir das Internet. Oh, hier haben wir ein lila Zeichen. Hier ist anscheinend Bus. Ey. Ja klar. Ich steig bei dir als Busfahrer ein. Ja, okay, dann kann ich Wie kann ich jetzt hier meine Schicht starten? Hallo? Unten. Ja. Warte, ich park mal mein Auto vernünftig. Guck mal, wie eine 1 geparkt, oder? Schlecht in mein Auto. Da ist irgendwo anscheinend ein Schlüsselanhänger, wie immer. Nein, hier, da. Ja, ich hab die gefunden. Aber guck mal, das habe ich ja rausgefunden. Also, Roblox braucht wieder ein Update. Mit dem letzten Update muss ich den anschließen. Das war eigentlich schon immer so. Ja, du kannst nur den oberen Bus nehmen. Achso, ja, von der Bus, ja. Aber bis jetzt habe ich noch keine Blitzer gesehen, also wurde ich geblitzt? Ich weiß das nicht. Ja. Passagier. Achso. Ein Hoch auf den Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Ein Hoch auf den Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Hinter uns ist die Polizei, die Polizei. Und die ist da. Du hast hier 50er Zone, das sieht mir nicht so aus, als ob du 50 fährst. Ich fahre immer das auf die Karte. Blinken tust du auch nicht. Ich fahre immer. Was bleibst du hier stehen? Hier ist doch kein Mensch. Ich soll jetzt mal immer halten, ja. Gib ein bisschen Gas. Ich muss zur Arbeit. Keine Ahnung, ich habe keinen Job. Ich habe natürlich einen Job. Ich habe ihn ja auch bezahlt. Hast du auch einen Fahrschein für mich? Was für ein Fahrschein? Hast du einen Schülerausweis habe ich. Reicht das? Aber also, gehst du arbeiten? Ja. Achso, der kann nicht als Schüler gehen arbeiten. Ist das ein Schulfall? Kann man so sagen, ja. Das ist sowas wie Banküberfall und so, weißt du? Das war natürlich ein Scherz. Alles klar, hast du mehr Chance in den Knast zu kommen oder wie? Nee. Also, ich war viel zu schnell. Ja, seit wann steht denn hier ein Blitzer? Also, die Map muss ich ganz schön sagen, haben sie echt gut gemacht und du fährst einfach über Rot. Und zack, wurdest du geblitzt. Warte mal, was? Ey, ich hätte schon längst 5 Punkte oder sowas abgezogen. Bekommen. Aber wo ist die Bank hin? Die war doch immer die Bank. Ach, da. Die haben sie auch geändert. Oh.
Da war der Blitzer. Fahr doch einfach mal geradeaus gleich. Nein, nein. Doch. Ich muss geradeaus. Die Zeit. Geben Sie mal Gas. Ach, gib doch einfach Gas. Nein, nein. Da bin ich jetzt zu Fuß schneller. Warte. Sie haben grün. Und da ist ein Auto. Kein Unfall bauen. Oh, perfekt. Da fährt dagegen ein Schild. Ey, da ist noch ein Bus. Hallo. Da sehen wir die... was ist das denn? Das steht genau an der Bushaltestelle. Dürfen das die Polizisten? Was steht da? Klapp? Was? Eine Scheiße. Und da kommt noch ein Bus. Guck mal. Was ist denn das hier? Ah, ein Zug! Ja, Zug, man kann mich auch, aber hier ist ey, komm, lass mal was ausprobieren. Fahr mal auf die Schienen. Mit dem Bus. Kannst also, du sagen, du bist ein Buszug? Nein, ich hab eine andere Idee. Weißt du, was die Idee ist? Siehst du das links von uns? Ne, ein Diamant. Du kannst da einbrechen. Nee, ich brech da jetzt. Gute Idee. Wenn er Glück ist, wenn du Glück hast, ist er auch ein Diamant. Den kannst du bestehen, dann kann ich mich noch alibi-mäßig wegfahren, weißt du? Und dann werde ich... Na, hier ist nichts mehr, hier ist alles leer. Gib Gas. So, fahr mal auf den Zug, auf die Schienen, Mann. Mach einfach mal. Wird lustig. Ja, du musst also Kameras drin, ist rückwärts, du musst die Schienen drücken. Fahr einmal links. Ich glaube, das ist links. Ja, links. Und mach mal mit L drückst du, machst du Licht an. Ja, Licht wird doch schon Licht. Es ist rot. Sollte man... ich würde jetzt aufpassen. Nein. Das war ja eine dumme Idee. Warum hörst du auch auf mich? Da kommt der Zug. Sollten wir auch steigen? Oh, scheiße. Mit der Fer- Du bist tot. Guck dir das mal an. Sollte ich die Polizei rufen? Kannst du mal Sanitäter rufen? Warte mal, wie hast du das vorhin gemacht? Welchen Knopf muss ich drücken? Hier diese Pfeiltasten. Ah, Faust? Ah, warte mal, guck mal, ich kann nicht hier. Zack. Zack. Kannst du jetzt bitte einfach rufen? Oder einen Krankenwagen? Eigentlich darf ich nicht mal reden, Alter. Ich bin tot, Leute. Man kann gar nicht reden. Updates. Notruf. Polizei. Was wolltest du? Ich muss aufpassen, nicht, dass die. Oh nee, der Zug kommt ja jetzt von der anderen Seite. Feuerwehr? ADAC hört sich gut an. Nein, komm, Feuerwehr. Was schreibe ich denn rein? Hier liegt ein Toter. Liegt ein Toter. Ist das richtig geschrieben? Sieht so aus. Senden. Ah, wieso mit 3? Deutsche Bahn, sonst hat ihr auch immer Verspätung. ich habe Notruf gerufen, ne? Also jetzt gucken wir mal ein paar Chats hier, mit wem kann man denn hier so schreiben. Ne? Was ist denn hier so ein Mädchen? Finnig. Keine Ahnung. Hey, Rot! Black Devil, guck mal meine Leiche, Alter. You skin my life. So, Handy wegpacken. Achso, hier, Faust. Ey, ich sehe Feuerwehr. Das bringt mir nichts. Krankenwagen, hallo. Ich könnte eigentlich Krankenwagen werden, aber ich weiß gar nicht, wo die Zentrale ist. Na, guck dir das mal an, das ist am Ende der Welt. Ich müsste hier lang laufen. Keine Ahnung. Nee, warte. Wo laufen die Schienen denn eigentlich lang? Irgendwie so. Und so. Und irgendwie so. Hey, ich habe jetzt. Ah, nee, Krankenhaus nicht, Feuerwehr. Da müsste ich lang. Wie lange brauchst du noch? Bis du tot bist. Jetzt gab die Jacken ohnmächtig. Kann ich dich erschlagen? Das sieht so lustig aus.
Ey, guck mal, ich kann nicht so wegschieben. Kann ich hier jetzt mal ehrlich. Warte, ich will mal wissen, was passiert, wenn gleich der Zug auf dich rauffährt. Das will ich aber nicht wissen, aber ich schau mal. Dann kommt denn das? Warte mal, ist die Ampel rot? Da kommt noch mal die Feuerwehr. Nee, die Ampel ist noch nicht rot. Ah, ich brauche Krankenwagen. Hallo. Was schreibe ich denn hier? Hallo. Ich brauche Ambulanz. ECB dringend gebraucht. Bisschen lustiger, Alter. Ja, seht zu. Wer kommt denn da jetzt? Sag jetzt nicht die Polizei. Ich hab keine Lust auf die. Ey, RTW, hier! Hallo! Er fährt einfach weg. Oh, mein Kumpel. Der stirbt. Weg da, wieso? Bleib mal liegen, bitte. Wieso? Ich dachte, ey, Rettungswagen, Rettungsdienst, ey, sogar Brot ist Rettungsdienst. Schubst, Himmel. Bahnhof. Warte! Wieso liege ich denn da jetzt? Ich will da rauf. Das wird lustig. Ja, ich stehe gerade auf dem Rettungsdienst. Und ein Bus kommt. Die Bayern sind da. Keine Ahnung. Der fährt auch keine Ahnung, wo mit mir hin. Brems bitte nicht, sonst falle ich runter. Hey, Hilfe! Aua! I'm a Gangster. Gangster. Na, 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 Hey, was na, schießt ihr denn na, auf mein Auto? na, na, Warum lieber eine Falle? na. Du und lieber Mensch, Alter. Ich bin abgeholt. Wo bist du, René? Ich lauf. Keine Ahnung, dir vielleicht entgegen, keine Ahnung. Ja, Biggie, ich glaube, das ist nicht hoch. Ich kann's dir sagen, wo. Ich glaube, das ist nicht hoch. Warum? Ich habe deinen Namen genommen. Das ist nicht schlimm. Okay. Habe ich, glaube ich, auch mittendrin irgendwo. Ey, da kommt ein grünes Auto. Hier, ich bin hier. Ey. Ja, wo wollen wir jetzt hin? Gute Frage. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Juwelier, Gefängnis, Feuerwache, Bank, Gas, Polizeistation, Autohändler, Fahrzeug, Verkehrslage. Was steht da? Verkehrszeug. Ach so, Verkehrszeugladen. Ares Tanke. Ich habe die Idee, wo wir hinfahren. Wir suchen einen Dealer. Dann holen wir uns eine schöne Waffe und dann gehen wir zur Polizeistation. Ich glaube, ich weiß, wo eine nette Person ist. Ich glaube, die kann an dem Tag fahren. Hui. Ey, zwei Krankenwagen, pass auf. Oha, wie ein Prof. Du hast sie überfahren. Als ob das jetzt geht, dass man die Leute überfahren kann. Ey, ist nicht hier noch der Eingang irgendwo vielleicht? Nee, warte, das war bei. Das war drüben. Wo ist denn die Bahn? Achso, andere Seite. Ja, es gibt ja leider nicht mehr die Tiefgarage. Fahr rechts. Ja, nicht dagegen, rechts. Ja, wollte ich denken. Was ist das? Nochmal rechts. Ja, warte, ich guck doch schon. Weiter geradeaus, weiter geradeaus, weiter. Da muss es irgendwo sein. Fahr mal links. Ja, vielleicht steht er da ja noch irgendwo. Lauf doch mal. Ach so, falscher Knopf. Sieht schlecht aus. Vielleicht Hafen? Da sind doch meistens auch welche. Mach den Wegpunkt, drück M. Und dann machst du mal Hafen einfach.
machen wir es als Marken. Oh, Blitzer. Nicht schlimm. Wie viel Geld hast du denn überhaupt noch? Aufpassen! Man kann sogar in Autos jetzt reinkrachen. Die haben Vorfahrt. Ey, du darfst sogar 100 fahren. Das haben sie auch neu gemacht. Das war doch damals die alte Autobahn. Ja, man sollte auch lenken. Man sollte auch lenken. So schnell bist du ja noch nie gefahren, wa? Ja, das geht geradeaus weiter. Feuerwehr! Jetzt rechts! Fahr einfach durch! Passiert nichts. Sag ich doch, passiert nichts. Alter, was ist mit dem Hafen passiert? Ja, keine Ahnung, der Hafen, das hat sich auch verändert. Ich sehe auch gar nichts, Alter, was hat der Fleder noch? Wow. Da oben ist irgend so ein Dulli. Ich sehe da einen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das ein Dealer ist. Gib Gas! Ich will da raufgehen. Ich hab keine Lust, 10 Kilometer zu laufen. Und springen! Den Ding lassen wir mal sprinten, springen, ne? Ja, sprinten, springen. Der hat sogar eine Maske auf, kriege ich auch eine? Kannst du schon vergessen, der hat nur eine Sniper, eine Machete, einen Schlagring, eine Bombe. Dann lass eine Bombe holen wahrscheinlich. Na ey, was willst du mit einer Bombe reißen? Das kriegst du auch beim normalen Dealer. Ah, jetzt war ich. Scheiße. Geht nicht. Ach, Digga. Kannst du mal runterlaufen? Ernsthaft, mit rückwärts bist du noch langsamer. Schlag jetzt links ein. Ist das dein Ernst? Hallo. Und was ist das überhaupt für eine langweilige Fahrt? Hör Musik an hier. Vielleicht da in den Containern? Fahr mal da rein. Relax, baby girl. Ich kann nicht relaxen, wenn ich schon sehe, wie du fährst. Da ist niemand. Hä, wo sollen die dann sein? Ist hier nicht sogar noch irgendwie eine Frau? Ja, stimmt, die gibt's auch noch. Sind wir da nicht sogar in der Nähe? Weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, nee, rechts, glaube ich jetzt, ne? Ja, rechts. Hey, ich sehe die Baustelle schon, da ist ein Kran. Ne, zwei sogar. Also kann man da hochklettern? Einfach geradeaus aufs Dach. Ja, gab's die Kräne schon vorher? Gib einfach Gas. Nein. Das sind doch nur ein paar Ücken. Okay. Ist da jemand? Ja, da ist jemand. Hallo, ich hätte gerne eine MP5. 6500. Okay. Francesco, mein Bruder, wie geht's? Wieso kriege ich einen Stern? Ach so, das ist ja nicht das Spiel, was ich sonst immer spiele. Was kostet denn hier ein Block? Ach so, Digga. Ich will mal gucken, ob man da hoch kann. Ich bin der König der Welt. Hui. Sonst hol dir eine Bombe und wir überfallen die Bank. Gibt's da keine Leiter? Ich hab egal. Hau rein, Francesco. Weil willst du wissen, dass er Francesco heißt? Ich kenne ihn, ich kenne seinen Vater. Kannst du mich bitte abholen? Mafiosi kann ich, weißt du? Wieso machst du Blinker an? Auffällig. Wie ist das an? Und gib Gas. Kannst du mein Auto holen, falls du tot bist, dass ich noch wegfahren kann? Wenn du mir jetzt sagst, wenn du dein Auto fließt. Ja, ich. Bushaltestelle. Ich glaube, dass da auch sogar ein Hubschrauber landen Platz. Wenn ein Hubschrauber fliegen kann? Weiß ich nicht. Naja, ich glaube einfach geradeaus. Und dann glaube ich, die letzte Kurve ist links.
Aber die Häuser sind schön geworden, ne? Sogar ADAC hat sich geändert. Haben sie nur die Häuser verschoben. Ein Pool! Warte! Zacke! Ich bin schneller als du. Ich hab einen Mercedes. Ich muss eigentlich tanken. Nein! Willst du mich eigentlich veräppeln? 20 km, 66 Euro. Ja moin, was für Wucherpreise. Und Jump! Schau. Oh, war auch schon ein geiler Typ. Oh fuck. 506. Ja moin. Ey, bitte bleib stehen. Wo sehe ich eigentlich, wann mein Auto kaputt ist? Oder geht das nicht mehr kaputt? Ach so, da oben. Na komm, einfach rüberfahren. Hauptsache, ich kann noch fahren und das Auto bleibt nicht irgendwo stark. Oh, schon wieder zu schnell. Oh, wie sieht ne? Was ist mit der Bank hier los? Kann ich sogar Geld abgeben? Nicht schlimm, ich hab ne MP5. Ne Videokamera. Hä? Office. Tresor. Ist er offen? Der ist rot. Okay, wir bleiben hier so lange stehen. Wie war denn das nochmal? Hey, ernsthaft? Ich muss extra so machen? Zack, zack. Boah! Was für ein Mode? Hey, ich würde aufpassen, da ist so ein Typ, der will den Polizisten wiederbeleben. Aber ich glaube, das wird nichts, weil ich dafür sorge. Was wolltest du machen? Soll ich in den Tisch legen? Kann ich dich töten? Sag mal Bescheid, wenn er den wiederbelebt. Muss mal gucken, ob hier irgendwelche sind. Wann belebt ihn wieder, René? Alles gut, so lange lebt er noch nicht. Den kannst du nicht töten. Du kannst den Polizisten so lange töten, bis er umfällt. Irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt gleich noch einer. Er lebt immer noch. Hilfe! Da kommt jemand. Ist das ein Polizist? Nein. Er lebt. Ist nicht. Nee. Was hast du gemacht? Aber der ist doch noch rot. Manchmal gibt es nur Schlaumeier. Ja, moin! Ich sehe nicht mal, wann er stirbt. Aber du kannst mir sagen, wann er stirbt. Ah, ne, kann ich auch sehen. Wo ist er denn jetzt? Er ist rausgerannt. Und wo ist die Tür hin? Ah, jetzt geht's auf. Wieso ist der Lauch rausgelaufen? Hat er Angst vor mir, weil ich eine bessere Waffe habe als er? Wo steht er denn? Ach so, warte mal. Ey, der will, glaube ich, die Polizei rufen. Und ich habe schon 2 Sterne. Und ich glaube, der hat gern zum Polizisten gerufen. Wie sieht der Tresor aus? Ich glaube, das wird gleich böse. Versteck dich schon mal in dem Raum. Passi, versteck dich. Du hast nichts. Also ich würde sagen, entweder verschwinden wir oder wir sterben. Leave the building now. Was heißt denn das? Lass uns heute jetzt. Okay. Seit wann haben wir nicht darauf was anderes an? Keine Ahnung, weil ich das Gefühl habe, gleich kommen Polizisten. Also solange ich keine Polizisten sehe, dann ja, also rein da. Hilfe. Hey.
kriegt gleich Hilfe. Ist doch einer drin. Ist rot. Ey, ich glaub, der ist lieb. Headshot jemanden. Among Us. Headshot! I have no more Band. Ey, ist der doof? Es ist rot! It is red. Wie kann ich denn schreiben? It is red. Und ich glaube, jetzt wird's böse. Meinst du, wir sollten gehen? Ja, moin. Komm. Okay, wir schaffen das. Nein, das wird noch mehr. Wo bist denn du? Steig ein. Steig ein, Mann. Steig ein, ich habe nur noch 1,3 Liter. Ah, scheiße, die Tankstellen sind ja woanders. Wo stehe ich denn hier? Achso, ich muss einfach geradeaus. Ich glaube dann links. Oh nein, ich hoffe, das schaffe ich. Wir machen Trick 17. Nein, ey, bitte. Und das zwei Autos. Das waren nicht wir. Ey, Passi. Steig ein und fahr. Du musst fahren. Gib doch. Achso, ich hab einen Motor an. Man sollte auch mit dem Motor anfahren. Nein, 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 bitte nicht. Was schreibst du? Ist er hinter uns? WhatsApp Police. Oh nein, das hast du jetzt nicht ernsthaft geschrieben. Please no, was? No, please no. Das wird kritisch. Ja, es geht, wir leben noch. Ey, wieso fährt denn das Auto eigentlich so beschissen? Wieso lenkt das nicht mehr wirklich? Haben sie da auch was geändert? Der nimmt die Kurven nicht mehr so schön. Oh nein, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Verfolgungsjagd mit der Polizei. Zack! Es ist rot, nicht gut. Einfach rüber. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie viel Geld ich habe. Sind die immer noch hinter uns? Weil sonst kann ich mich jetzt verstecken. Komm schon. Ich sag ja, das Auto lenkt nicht mehr wirklich. Kann das deswegen sein, dass die Lenkung beeinträchtigt ist? Weil guck dir das mal an, wie schwer das lenkt. Aber guck mal, wir können Fußball spielen. Und wo ist der Pool hin? Und kann es sein, dass du mittlerweile ein eigenes Haus hast, oder warum ist das so bei dir? Wieso? Nein, das ist Krankenhaus. Ah. Dann würde ich mal sagen, Auto reparieren, oder? Mal gucken, wie das dann ist. Nein, alles gut. Ich glaube, ADAC ist doch gleich in der Nähe. Ja. Das haben sie, glaube ich, nicht geändert. Oder wir warten noch. Ja, die hören sich jetzt in letzter Zeit ganz schön gleich an. Alles gut, Kinder, bitte nicht nachmachen. Immer schön an den Straßenregeln halten. Macht Black Devil nicht nach.
Und Uncut am besten auch nicht. Nee, nicht wirklich. Da mache ich dann doch über Phasmophobia und Call of Duty muss. Ja, könnte man machen, wenn man das jetzt irgendwann hinkriegt. Mine? Ja, bei der Kopf Mine, den Tunnel mäßig. Ja. Dann die Militärbasis und man sagt so, jo, komm, wir sind Stadtteil, morgen nehmen wir Mine an, dann gleich vorbei. Ja, schon, aber das mit dem Live geht nicht wirklich. Schaut morgen rein, wenn wir die Basis da oben. Naja, das können wir als nächstes machen. Ich habe ja schon gesagt, dass wir Notruf Hamburg spielen. Das habe ich am ersten Video, glaube ich, erwähnt. Das weiß ich jetzt nicht. Naja, wir haben es jetzt auf jeden Fall uns angeschaut. Wir haben die Polizei auf jeden Fall weg. Ihr könnt gerne mal in den Kommentaren hinschreiben. Ja, ich war schon dort, ja, aber Lenkung ist immer noch gleich. Ihr könnt gerne kommentieren, wie euch das Spiel gefällt. Also ich finde das Spiel eigentlich immer noch gleich. Da hat sich nicht viel geändert. Na gut, ich wünsche euch was. Möchtest du noch was sagen? Bis morgen. Ciao.